Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Witcher 3. Weiß jetzt nicht, ob ich das Horn ausrüsten soll, um Sirenen zu vertreiben oder ob ich ihre Sirenen lieber töte. Auf jeden Fall ist Fulan jetzt ein Mitstreiter von uns und mit dabei, was ziemlich nice ist. So, finde ich denn hier noch eine zweite Spur? Eine zweite Person, die mir hilft, weil jede Person, die mir hilft, gegen den Eisriesen zu bestehen, ist ja gut. Chalmers Mann. Er ist auf der Flucht verblutet. Was mag seinen Leuten passiert sein? Kampfspuren. Sie sind zu den Höhlen gerannt. Okay. Hier ist jemand gestolpert und gefallen, konnte aber fliehen. Wie schön das. Alzen. Ich muss einen anderen Weg finden. Er sagt dazu ja gar nichts. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Was jetzt, du Stück Dreck? Okay, ist aber nicht das, wonach ich suche. Ich suche nach dem Ausgang hier. Hauptsache, der hat eine Lampe. Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Thorsten. Oh, das war also Thorsten. Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Der Rest der Mannschaft ist weiter. Wie viele mögen da noch übrig gewesen sein? Einer Chalmers hat weniger. hier viele Männer verloren. Arvid Antordaroch. Er wollte unbedingt mit uns kommen. Na, wenn wir Glück haben, lebt noch einer. Oh wow, bringt mir richtig viel Licht. Kann ich statt der magischen Lampe das Horn auswählen?
Wo finde ich das? Okay, das hilft nicht wirklich. Komm schon. Okay, hier geht's weiter lang. Noch ein Bogenschütze, also am Ende. Okay. Ach Scheiße, der explodiert! Komm schon, komm näher. Komm. Nicht gut. Jetzt. Oha, viel Blut. Lebt hier überhaupt noch wer? Oh, ihr Götter, das sind fast 20, aber kein Chalmer. Viele alte Spuren. Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Okay. Überqueren den See finde ich ja immer. Ja, sind wir noch dabei. Am Ende ist es dieser Verrückte gewesen. Erst mit den Menschenspuren nach, oder?
dann den Riesen. Was gerade sagen? Ach Leute. Immer. Sehr schön. Fola, ich dachte, du wärst tot. Wo bist du gewesen? Ceres ist nach Speaker Oak. Allein. Aber du konntest ja nicht warten. Du musstest dich wegschleichen, als ob dir jemand den Riesen wegnehmen würde. Ceres. Sie hat also Anspruch auf den Thron angemeldet? Und du wärst lieber bei ihr. Ich hätte zumindest gern die Wahl gehabt. Warte. Vielen Dank, Geralt von Riva. Ich werde nie vergessen, dass du mir geholfen hast. Wo ist der Rest deiner Mannschaft? Wir haben uns durch einen Schwarm Sirenen bis hierher durchgekämpft. Nach dem Kampf war nur noch eine Handvoll übrig. Jetzt sind wir nur noch drei. Die Sirenen haben Leif übel zugerichtet. Wir sollten uns um seine Wunden kümmern. Er ist tot. Was? Nein, der ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Kommst du mit? Blöde Frage. Komm mit, Geralt. Beeilung, kein Herumgetrödel. Du kannst es ja gar nicht mehr erwarten. Ich sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Na wundervoll. Der Wind heult. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Nun. Erstmal auf volles Leben gehen. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Ich hätte einfach mal. Ich gebe dir Deckung. Ich postiere mich so, dass ich den Riesen im Blick habe. Okay. Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Bevor er aufwacht. Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Viggy noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Angret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Also gut. Dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Angret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus!
Ich habe in einem beschissenen Trollkessel gesessen. Shit. Ich habe dort den Schlüssel geholt und wollte ihn befreien. Deine Schuld. Bei Vigi wusste man nie genau. Vielleicht hätte er sich sofort mit bloßen Fäusten auf den Riesen gestürzt. Und das wäre der Tod für uns alle gewesen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Klingt jedenfalls besser als schlechter von Blaviken. Also gut. Verschwinden wir von hier. Gehen wir. Ich weiß nicht, ob ich groß das hätte hier noch looten können. Oder wichtiges looten können. Ja, schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Vic zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Vielleicht hätte ich allein lossegeln sollen. Wie Ceres. Bereust du es, dass du zu dieser Expedition aufgebrochen bist? Warum denn? Der Riese ist tot. Und die Bewohner von Undweg können nach Hause zurückkehren. Und Ceres? Ist sie schon wieder zurück? War noch nicht zurück, als ich Art Skellig verließ. Sie ist nach Spikerok, sagst du. Sie möchte sich wohl dem stellen, was Udalric langsam umbringt. Manche sagen, Udalric wäre der Auserwählte der Götter. Sie behaupten auch, die Götter wären gnädig. Hexer, sicher wäre Ceres nicht froh, mich zu sehen, aber du bist nicht zufällig auf dem Weg nach Spikerok? Ja, da wollte ich hin. Gut. Danke, Geralt. Hoffentlich sehen wir uns. Wir müssen ja Krach, Jetzt ist stimmen. Hilf Ceres. Jo. Dann machen wir das als nächstes. Quests. Sag mir nicht. Oh, aber da kann ich mich importen. Ein Glück. Wow, geile Navi-Führung. Oh, mein Schwert ist also beschädigt. So. Das war's.
morgen wiederkommen. Willkommen im Hause des Jarls Udalrik vom ehrenwerten Clan Brokvar. Sei gegrüßt. Ich möchte zum Jarl. Tritt ein. Der Jarl spricht noch mit seinem Propheten. Ist bald fertig. Eine Sache. Pass auf, wo du hintrittst. Warum? Der Jarl mag kein Licht. Du könntest stolpern. Hat ganz alleine eine. Das wollte ich schon. Der Jarl. Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. Ankrets Tochter? Ja, sie war hier. Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht. Keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Oh Gott, am Ende muss ich... Ich suche Ceres. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich hoffe, dass sie ins Dorf gegangen ist. Sie hat uns lange nicht mehr besucht und wollte mit unseren Leuten sprechen, aber... Aber? Ich befürchte, dass sie zu dem alten Familiensitz von Jarl Udalrik gegangen ist. Ich wollte es ihr ausreden. Der Brokvar-Clan will etwas vor Ankret verstecken? Nein, darum geht es nicht. Die Leute sagen, das Haus sei verflucht. Toll. Mhm. Ich liebe Geisterhäuser. Warum ist Ceres dorthin gegangen? Sie hatte vorher ein langes Gespräch mit dem Jarl. Sie wollte ihm wohl helfen. Wobei? Verzeih, ich muss zu ihm gehen. Ein vielversprechender Anfang. Hast du dich auch an den Sturm in der Olsbucht? Ja, halt hier. So, was für die Verpflegung? Eine Wasserflasche? Vielleicht kann ich dem hier ein paar Sachen verkaufen. Bla 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 bla. Zeig. Oh. Bis dann. Bessere Schwerter. Ups. Ich soll gar nicht reparieren brauchen. Naja, das macht so. Es macht nicht viel aus, aber hier könnte ich Dinge drauf machen. Ah, gut, auf Vergiften und so. Ja, und weiter geht's einfach. Keine Lust, nochmal jetzt schnell mit dem zu reden. Total.
Wunderschön hier oben. Frische Fußspuren, vielleicht von Zeus. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Kellerschlüssel. Zeus. Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Damit ich dir helfen kann. Aber das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.